Hallo, mein Name ist Wolfgang Benke. Mein Name ist Gavin Lukas. Wir sind Autoren von DVD-Lernkurs. Und bei DVD-Lernkurs haben wir seit kurzem mobile Audiorekorder mit im Programm. Und in diesem Infovideo möchten wir Ihnen einige dieser mobilen Audiorekorder mal im Detail vorstellen. Als erstes möchten wir Ihnen mal einen kurzen Gesamtüberblick geben über die Rekorder, die wir jetzt hier ausgesucht haben, bevor wir dann später ins Detail gehen und die jeweiligen Rekorder nochmal einzeln detaillierter mit dem jeweiligen Zubehör vorstellen. Wolfgang, du bist ja bei uns der Experte unter anderem für das Thema mobile Audiorekorder. Du hast auch den Lernkurs gemacht, Hands-on Field Recording, in dem es ja um dieses Thema mobile Audiorekorder geht. Und du wirst uns jetzt hier Schritt für Schritt mal einige dieser Rekorder vorstellen, die du auch persönlich ausgewählt hast, weil du sie sehr interessant findest. Und ich denke, beginn doch einfach mal damit, jetzt bei dem kleinsten Einstiegsmodell, was du mitgebracht hast. Was wären da so die typischen Einsatzgebiete? Für wen wäre dieses Modell interessant? Ja, also Einsatzgebiete beim H1 sehe ich im Musikbereich zum Beispiel für die Probenarbeit auf jeden Fall. Das heißt, im klassischen Bereich ist der H1 eben ein sehr handlicher Rekorder. Das heißt, ich kann den auch sehr gut in meiner Instrumententasche, in meiner Notentasche mit unterbringen. Für eine Band eignet sich der Line-Eingang, wenn ich einfach mal einen Probenmitschnitt im Proberaum machen will, um ja, den Line-Eingang mit meinem Mischpult zu verbinden. Das heißt, dieses Modell, der H1, der wäre jetzt auch für mich schon interessant, wenn ich als Musiker quasi ein Instrument übe, mein eigenes, ich spiele Gitarre, da könnte ich mich mal mit aufnehmen, um meine Übungsfortschritte zu kontrollieren, relativ unkompliziert, mir es dann wieder anhören. Aber auch durchaus schon auch geeignet, wenn ich mit einer Band spiele und wir möchten mal unsere Proben aufnehmen, könnte ich den auch verwenden. Ja, durch die Bauform eignet er sich eben sehr gut, dass ich den einfach auf meinem Notenständer platziere, mein Instrument dann spiele, wie beim Üben, oder eben auch auf einem kleinen Stativ das Ganze platziere. Kann ich am Mischpult anschließen auch? Ja, ich habe einen Line-In-Eingang, das heißt, den kann ich auch problemlos an jedes Mischpult anschließen und kann so den kompletten Mix meiner Band zum Beispiel mit aufnehmen im Proberaum. Und jetzt, wir haben relativ viele Kunden, die im Videobereich arbeiten und oder Audiobereich. Wenn ich jetzt Videofilmer bin, kann so ein Modell auch schon für mich interessant sein? Ja, im Bereich Videofilm kann es dann interessant werden, wenn ich zum Beispiel ja, ein besseres Mikrofon als das verbaute in meiner Videokamera suche. Ich habe die Möglichkeit, mit dem Blitzschuhadapter das Ganze eben auf meiner Kamera mit zu positionieren und über den Line-Out-Ausgang dann hier die internen Mikrofone des H1 eben zu verwenden. Und die sind in der Regel deutlich besser als die eingebauten Mikrofone einer Kamera. Würde ich auf jeden Fall sagen, selbst bei diesem Einstiegsmodell, dem H1. Eine andere interessante Möglichkeit ist natürlich auch noch hier an dem Eingang ein kleines Clip-Mikrofon, ähnlich wie diese Clip-Mikrofone, mit denen wir jetzt hier auch arbeiten, einfach anzubringen und das Ganze zum Beispiel ja, für eine Präsentation, so wie in unserem Bereich jetzt hier, einfach dann als drahtlose Möglichkeit zu sehen. Verstehe. Das heißt, ich würde hier dann einfach den Ton praktisch auf dem H1 aufzeichnen. Der Präsentator kann sich das Ganze in die Tasche stecken und hat hier sein Clip-Mikrofon. Okay, wir schauen uns den ja später auch nochmal im Detail an, auch mit einigem Zubehör, was es für den Rekorder auch schon gibt. Was wäre dann jetzt das nächste Modell? Das nächstgrößere Modell, H2N, hat hier als Besonderheit eben nicht nur zwei Mikrofone, sondern eben mehrere Mikrofone hier oben in dieser größeren Kapsel eben untergebracht. Der Vorteil liegt hier eben dann in den unterschiedlichen Mikrofonierungsarten. Das heißt, wenn wir uns hier nochmal die Mikrofone ansehen, die sind hier praktisch in XY-Anordnung angebracht an dem Rekorder. Hier habe ich auch die Möglichkeit, eben mit einer XY-Stereo-Mikrofonierung zu arbeiten, aber eben auch mit Mitte-Seiten-Mikrofonierung und mit zwei verschiedenen Surround-Modi. Bevor wir uns das später im Detail nochmal genauer anschauen, vielleicht ganz kurz, für wen könnte sowas interessant sein? Also natürlich, er ist immer noch sehr klein und handlich, gleiche Zielgruppe wie der H1 auch, aber hier vielleicht auch ganz interessant, eben diese Surround-Modi, die eben erlauben, ja in einem bestimmten File-Format dieses Surround-Format auch zu hinterlegen, was dann eben zum Beispiel für Internet-Anwendungen und ja, Virtual-Reality-Anwendungen dann ganz interessant sein kann. Also wäre jetzt zum Beispiel Audiobereich, könnte aber auch für den Videobereich interessant sein, vielleicht auch, wenn ich Atmos aufnehmen möchte in Surround, dann
Mobile Lösung wäre typisch sowas. Ja, auf jeden Fall, ja. Verstehe. Dann, ja, wie gesagt, wir schauen uns die Teile noch später genauer an. Der nächste jetzt in der Ja. Reihenfolge, die wir rausgesucht haben, wäre hier der. Der H4N Pro. Beim H4N Pro, wir sehen hier auch wieder diese XY-Stereo-Mikrofonierung. Hier habe ich auch noch die Möglichkeit, ja, den Öffnungswinkel dieser Mikrofonierungsart zu ändern. Das sehe ich jetzt allerdings nicht als das Hauptunterscheidungsmerkmal zu den anderen Rekordern, sondern wir sehen, er ist sehr viel größer, sehr viel, ja, wie soll ich sagen, ja, kompakter und robuster auf jeden Fall. Und wir haben hier, ja, professionelle Mikrofon- und Die haben wir jetzt Line-In-Eingänge. bei den anderen beiden Nein. nicht, ne? Bei den anderen beiden kleineren Rekordern habe ich einen Line-In-Eingang als Mini-Klinkenbuchse ausgelegt. Das ist für Line-Signale, glaube ich, schon ganz okay. Allerdings habe ich hier keine Möglichkeit, direkt in irgendeiner Form professionelle Mikrofone eben mit den bekannten XLR-Kabeln hier mit zu verbinden. Das ist eben hier erst beim H4N Pro dann die Möglichkeit. Kann ich den H4N Pro dann auch dazu nutzen, tatsächlich vier Kanäle aufzunehmen? Also ich meine, der Name deutet es an. Ja, ich habe beim H4N Pro dann eben die Möglichkeit, verschiedene Aufnahmemodi mit zu verwenden. Einmal den Stereoaufnahmemodus, indem ich entweder dann die internen Mikrofone oder eben zwei externe Mikrofone aufnehme. Dann den Vierkanalmodus, indem ich die zwei internen Mikrofone plus die zwei externen Eingänge mit nutzen kann und gleichzeitig aufnehmen kann. Und dann vielleicht auch noch gerade für den ja, Musiker, der sich selber aufnehmen will oder der selber auch Arrangements erstellen will, ganz interessant, der Multitrack-Modus. Im Multitrack-Modus habe ich dann die Möglichkeit, bis zu vier Spuren nacheinander auch zu Okay. bespielen oder aufzunehmen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel einen Rhythmus aufnehmen, dann mit der Gitarre drauf spielen, dann noch was drüber singen. Für Musiker natürlich super interessant. Bevor wir uns den jetzt später im Detail noch weiter anschauen, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, ich versuche es mal einfach nach dem, was ich jetzt schon erfahren habe. Der ist besonders dann interessant, wenn ich irgendwelche dieser Mehrkanalfähigkeiten brauche, auch wenn ich vielleicht ein robusteres Modell suche für den Einsatz unterwegs und auch für Videoleute, die jetzt vielleicht mehr als nur zwei Kanäle aufnehmen wollen. Damit hätte ich ja die Möglichkeit, angenommen bei einer Videoaufnahme, ich sage jetzt mal Konzertaufnahme, ich nutze die internen Mikros direkt am Ort und habe dann aber auch noch eine Einspeisung vielleicht vom Mischpult oder von zwei Mikrofonen, die ich separat aufbaue. Sowas könnte ich dann mit dem H4N Pro machen. Ja, genau. Also wir sehen ja auch hier, wir haben hier auch einen Stativadapter mit dran. Das heißt, den kann ich natürlich genauso, wie ich es erklärt habe beim H1, zum Beispiel direkt auf meiner Videokamera anbringen, könnte dann hier die internen Mikrofone nutzen. Habe ich jetzt aber noch Sprecher, die ich vielleicht auch wieder mit Funkmikrofonen oder mit Clipmikrofonen ausstatten will, dann habe ich hier eben noch zwei weitere Eingänge und habe hier so die Möglichkeit, wirklich auf getrennten Kanälen, diese ganzen Signale Ja, aufzunehmen. Ja. verstehe. Okay. Damit kämen wir jetzt in der Reihe zu dem größten Modell. Das ist dann der H6 A6. und zeigt eindeutig in eine semi-professionelle bis professionelle Richtung. Das fängt an, ich habe hier ein sehr viel größeres Display als bei den anderen Rekordern, vor allen Dingen auch in Farbe. Hier werden auch teilweise sehr viel mehr, ja, Informationen dann dargestellt, was einfach auch damit zusammenhängt, dass ich hier eben bis zu sechs getrennte, ja, Kanäle aufzeichnen kann. Im Prinzip mit der Mischung dann sind es sogar acht Kanäle. Okay, also für mich jetzt, ich sag mal, als Videomann würde der für mich ganz klar interessant sein für Videoaufnahmen unterwegs mit kleinem Equipment, aber durchaus leistungsfähig. Für welche Anwendungsgebiete könnte der noch interessant sein? Also auch im Musikbereich würde ich sagen, ist es sehr interessant, weil ich habe hier eben dann ja, bis zu sechs Spuren, die ich gleichzeitig aufnehmen kann. Und ganz gleich, ob jetzt für den Audiobereich oder für den Videobereich, das Besondere am H6 beginnt im Prinzip ab dem H5, dass ich hier diese Mikrofone auch tauschen kann. Das heißt, ich habe hier ein System drauf, wo ich einfach ja, den Rekorder auch ohne Mikrofonkapseln hier jetzt betreiben könnte. Habe hier einfach meine vier, ja, Mikrofon- und Line-Eingänge. Die sind mit Phantomspeisung. Und ich hätte jetzt hier dann die Möglichkeit, was zum Beispiel beim H6 auch mitgeliefert wird, einfach ein anderes Mikrofon jetzt hier mit anzubringen. Das wäre jetzt zum Beispiel so wieder dieses Mitte-Seiten-Mikrofon, was eben sehr interessante Möglichkeiten dann bietet. Oder ich hätte jetzt dann hier gerade für den Videobereich
zum Beispiel dieses Stereo-Shotgun-Mikrofon. Wenn ich das jetzt mal hier anbringe, also so könnte man das Ganze dann auch auf einer Videokamera verwenden. Und weil ich gesagt habe, das ist ein Stereo-Mikrofon, also Stereo steht ja oft eben für einen besseren Raumklang, also auch im Videobereich würde ich sagen. Und das Interessante ist hier, dass das nicht nur ein Stereo-Mikrofon ist, sondern dass es auch wieder mit dieser Mitte-Seiten-Mikrofonierung arbeitet. Dazu kommen wir später auch nochmal detaillierter. Genau. Ja. Und hier habe ich dann eben auch noch praktisch in der Nachbearbeitung sehr viele Möglichkeiten, den Klang gezielt zu beeinflussen. Okay, kurz zusammengefasst, extrem universell einsetzbar, würde ich sagen. Ne? Also ich muss zwar ein bisschen mehr investieren erstmal, bekomme aber eine sehr, sehr flexible Lösung, sehr robust und mit sehr vielen Möglichkeiten, sodass ich mir auch später noch überlegen kann, dass ich vielleicht andere Einsatzzwecke habe, wo ich den dann auch gut nutzen kann. Könnte man kurz zusammengefasst vielleicht so sagen. Wir haben zum Beispiel auch noch überhaupt nicht angesprochen, die Möglichkeiten, alle Rekorder zum Beispiel am PC, am Mac als Audio-Interface einzusetzen. Geht bei allen, denke ich, ne? Genau, aber hier habe ich eben dann auch die Möglichkeit, das wirklich als mehrkanaliges Audio-Interface einzusetzen. Das heißt, ich habe dann eben eine Umschaltmöglichkeit, entweder zwei Eingänge rein, zwei Eingänge raus, so wie bei den anderen Rekordern auch, oder eben dann mehrere Eingänge, die ich dann auch als Audio-Interface nutzen kann. Schauen wir uns dann eben auch noch detaillierter an. Bevor wir jetzt im Detail auf diese Modelle, die wir jetzt hier gezeigt haben, genauer eingehen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, Sie bekommen alle diese Rekorder bei uns inklusive Videolernkurs. Dieser Lernkurs Hands-on-Field-Recording, wo es eben um das Thema mobile Audiorekorder geht und viele Praxisanwendungen rund um das mobile Audiorecording gezeigt werden. Den bekommen Sie bei uns immer mit dazu. Und wie gesagt, jetzt wollen wir uns anschließend einfach mal im Detail diese Rekorder nochmal genauer anschauen und dabei auch einiges Zubehör kennenlernen, was es jeweils für die verschiedenen Rekorder gibt.